Nach Darstellung der russischen Führung sind ukrainische Kräfte und die liberale Opposition in Russland für den tödlichen Anschlag auf den Blogger Mladen Tatarski verantwortlich. Diese bestreiten ihre Teilhaberschaft aber und sehen vielmehr innerrussische Machtkämpfe hinter dem Attentat. Als mögliches weiteres Motiv wurde zudem die Schaffung eines Alibis zum Rechtfertigen weiterer Repressionen gegen Regierungskritiker genannt. Der Chef des Sicherheitsausschusses im russischen Parlament, Wassily Piskajow, schrieb am Montag auf seinem Telegram-Kanal: In der nächsten Zeit schlagen wir Änderungen vor, die die Strafen für Terrorismus verschärfen. Die Gesetzesänderungen betreffen nicht nur Terroranschläge selbst, sondern auch Beihilfe und Terrorpropaganda. Der ultrarechte Blogger Tatarski kam am Sonntag bei der Explosion eines Sprengsatzes in einem Café im Stadtzentrum von St. Petersburg ums Leben. Zudem wurden mehr als 30 Menschen verletzt. Der 40-Jährige galt als Befürworter des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, übte aber auch regelmäßig scharfe Kritik am Vorgehen der russischen Militärführung.